性格。我知道他老婆现在有座位空座位坐吗？有的。那你把那个 H 座换过来，换一个老外过来吧。乘中国国际航空公司班机，为了您的安全，请留意收看机上安全注意事项。Hello, ladies and gentlemen. Welcome aboard this Air China flight. For your safety, please pay attention to the safety instruction of this flight. 请将行李放在行李箱内，或您前面的座椅下方。出口和通道请勿摆放行李，禁止随意拉动应急出口手柄。紧急情况下，在机组的指导下打开。Please store your luggage in a compartment or under the seat in front of you. Please do not block the exits or carry an eye on your belongings. Ladies and gentlemen, we have just landed. Kindly remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off. Mobile phones must remain switched off until the aircraft comes to a complete stop. We would like to thank you for flying Air China, a member of Star Alliance. So, jetzt bin ich hier in Shanghai und ja, bin auf der Suche nach der Dusche. Aber zumindest ist das ja der Plan. Also, ich wollte ja mal duschen gehen, aber ob das so aufgeht, ist jetzt noch die Frage. Auf jeden Fall ist es hier schon ziemlich chinesisch. Also Englisch wird ja auch nicht mehr so gern gesprochen, deswegen ist das schon amüsant. Ich würde am liebsten direkt 2-3 Tage hier bleiben. Aber ich habe schon gesehen, da oben gibt es Rahmensuppe. Das heißt, da werde ich dann hoffentlich geduscht nachher noch ein Süppchen essen. Und dann hänge ich hier rum, mache Fotos von Chinesen und dann geht hoffentlich bald der nächste Flug weiter zu den Aussies. Eigentlich Britta und Benni mal so einen schönen Taschenkrebs mitnehmen. Ne? Stellen sich das hier vor, du kommst ja einfach hin. Am Flughafen denkst du, ach, könnte ich es meinen Freunden noch mitbringen? Ein Taschenkrebs, schön handlich eingepackt. Ja.
übrigens ganz am Rande. Ich bin jetzt hier in Shanghai im Flughafen. Hab ich euch vielleicht vorher schon erzählt. Und jetzt muss ich hier irgendwas Chinesisches essen. Einmal in Shanghai, also schnell kommt hier nicht mehr hin. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal, ich wollte eine Ramensuppe essen. Die gab es genau in dem Laden, den ich mir ausgesucht habe, jetzt nicht. Hier gibt es jetzt eine Seegurkensuppe, eine scharfe. Und kleine Maultaschen mit Krebsfleisch gefüllt. Und ja, eigentlich ganz lecker. Ich mach mal weiter. Ich habe übrigens jetzt rausgefunden, wofür die Kelle gut ist. In der Küche hätten wir es eine Bewegungssuppe genannt. Eine Suppe mit viel Einlage. Das heißt, man muss einfach ein bisschen Multitasking. Und man muss die anrühren und dann mit dem anderen Löffel rein. Klappt super. Ich habe so gedacht, das weiß keiner, aber ich weiß echt nicht, was ich sonst mit dieser Kelle hier machen soll. Ich wollte jetzt erst schon schlürfen, also so. Und dann habe ich gesehen, dass da eben noch ein Löffel lag. Dann habe ich mir doch anders überlegt, aber ich habe keine Ahnung. Bis jetzt hat mich keiner schief angeguckt, weil die Tischmanieren in China sind ja doch ein bisschen anders ausgelegt, sagen wir mal. Und da ich nicht schlürfe, bin ich schon hier, glaube ich, denen schon ein bisschen zu etipetete. Oder ich sage damit gerade, dass es nicht schmeckt, das weiß keiner, wie man Tag. Vor Ort schon beende ich jetzt mal das Anreisevideo, weil es hat endlich geklappt, dass mein Koffer da ist. Britta musste dafür richtig kämpfen, hat irgendwie anderthalb Tage in Hotlines verbracht, weil ich einfach auch Chinesen, die schlecht Englisch reden, einfach an der Hotline, da war ich einfach nicht gut genug für das auf Englisch zu verstehen, auch vor allem schlagfertig genug, spontan zu sein, um da irgendwas durchzusetzen. Auf jeden Fall hat es mein Koffer geschafft und das Krasse ist eben, dass irgendwie noch alles da ist. Ist natürlich grundsätzlich cool, dass alles da ist, nur irgendwie fragt man sich ja, warum die den überhaupt dann da halten wollten. Es ging darum, dass Lithium-Ionen-Akkus drin waren, deswegen wurde er rausgefischt. Meine Festplatte, wo Akkus drin sind, ist noch da. Das ist hier ein Pack, wo eindeutig, das sind ja nur Akkus, da ist ja nichts drumherum noch. Dann meine Zahnbürste, mein Rasierer, ist irgendwie alles noch da. Und ja, wie gesagt, sehr cool, dass alles jetzt da ist. Aber trotzdem eine ganz schöne Tortur. Und wäre ich jetzt wer weiß wo gewesen oder hätte direkt weiterreisen wollen, hätte keine Leute gehabt, die für mich Klamotten gehabt hätten, dann hätte ich natürlich ganz schön auf dem Schlauch gestanden. Und ja, hier sind 1000 Bänder, weil es irgendwie überall mal gewesen ist. Und dann auch ein kleiner abgerissener Zettel, der dann, ja, wo sie sich entschuldigen. Nur anscheinend hat das schon wer durchgerissen von wegen hier. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich erleichtert und jetzt kann ich auch mal in die Produktion starten. Das heißt, endlich wieder meine Kamera benutzen, weil da natürlich kein Ladegerät dran war. Mein Laptop benutzen, weil ich natürlich kein Ladegerät hatte. Und ja, und dann gibt es hoffentlich bald dann die versprochenen Travel-Vlogs. Müssen wir dann mal sehen. Over and out. Kleiner Nachtrag, das habe ich gerade noch gefunden. Da steht eben nur Siha, Fu, Tu, Hu, Ha, Fuha, Siha, Hu, Tu, Fun, Pau. Übersetzt heißt das so viel wie: Ja, wir haben deinen Koffer aufgemacht, haben mal reingeguckt und haben diese super gefährlichen Lithium-Ionen-Batterien alle drin gelassen und bringen ihnen jetzt den Koffer viel zu spät nach Hause, weil wir sie nicht mögen. So, und das steht ungefähr drauf. Ich weiß ehrlich gesagt, ist wirklich.
chinesische Hand. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt. Doch, meinen Namen kann ich lesen. Aber sonst kann ich ja irgendwie nicht so viel mit anfangen. Ja, wer weiß. Wer weiß, was da steht, weil es stehen auch die Lottozahlen von nächster Woche.